Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Vorträge zur Ham Radio World 2021, eines unserer ehrenamtlichen Referenten. Und da dürfen wir ganz herzlich begrüßen Thomas Will, DB4LL. Hallo Thomas. Ja, hallo Wolfhard, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, da freuen wir uns auch sehr, dass du auch bereit stehst, mitzuwirken bei diesem virtuellen Event als Ersatz für die Präsenzveranstaltung in Friedrichshafen. Ja, liebe Zuschauer, was erwartet Sie? Es geht um Berge, hohe Berge, tiefe Berge. Wir werden es hören, was da Amateurfunk für eine Rolle spielt. Und das wird Ihnen euch jetzt gleich DB4LL erläutern an bestimmt einigen sehr interessanten Ausführungen und Beispielen. Bild und Ton zu dir, mein lieber Thomas. Viel Spaß, liebe Zuschauer. Ja, danke Wolfhard für die kurze Einführung. Wir haben es ja schon gehört, Berge, Berge, Berge. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise, und zwar eine Reise, wo man zwei wunderschöne Hobbys miteinander kombinieren kann, nämlich das Wandern und den Amateurfunk. Aber keine Angst, es geht auch ohne Wandern. Ohne Amateurfunk wird SOTA aber dann ganz schwierig. Wir werden gleich noch sehen, wie das halt abläuft. Starten würde ich gerne mal mit einem kurzen Überblick, was erwartet uns jetzt hier. Ich habe eine kleine Vorstellung, ein bisschen was zu meinen amateurfunktechnischen Hintergründen. Wie bin ich zu SOTA gekommen? Nicht ganz unwichtig. Vortrag über SOTA, über Summits on the Air, kommt halt aus dem Englischen, geht nicht, ohne dass man sich mal die Grundlagen anschaut und die Regeln. Es gibt bestimmte Regeln, die man halt befolgen muss, damit das Ganze Sinn macht. Gründe für SOTA werde ich aufzeigen, und zwar, warum sollte man SOTA machen? Warum kann man SOTA machen? Einfach eine Motivation. Was spricht dafür? Was spricht auch dagegen, natürlich. Dann natürlich Berge, Berge, Berge. Ich werde einige Berge mal zeigen. Typische Berge, Ausnahmeberge, alles Berge, die zum SOTA-Programm gehören. Wie wir sehen werden, nicht jeder Berg ist automatisch ein SOTA-Berg. Dann natürlich ganz wichtig, ich werde was zur Ausrüstung sagen. Welche Transceiver kann man üblicherweise verwenden? Wie sieht das mit Antennen aus? All das, was wir für SOTA, für eine Aktivierung brauchen, muss portabel sein. Wir müssen es auf den Gipfel bringen. Das schränkt natürlich bestimmte Sachen halt auch ein. Dann werde ich mal zeigen, wie läuft so eine Aktivierung oder eine Jagd. Ich werde auch noch erläutern, was ist eine Aktivierung, eine Jagd. Wie läuft das wirklich ab? Und zum Schluss habe ich noch ein paar Beispielberge, ein paar Beispielaktivierungen, die ich in der letzten Zeit halt durchgeführt habe. Und abschließend das Ganze. Heutzutage geht wenig ohne das Internet, und auch bei SOTA kommt man nicht ganz ohne das Internet halt aus. Werde ich noch einige Grundlagen, einige Ressourcen bzw. einige Links halt darstellen. Das zum Überblick. Starten, wie gesagt, mit einer Einführung zu meiner Person. Delta Bravo 4, Lima, Lima, 54 Jahre, familiär gebunden, wie man sieht. Von meinem beruflichen Hintergrund bin ich eigentlich Techniker, Elektroingenieur, bin aber seit langen Jahren nur noch als Projektleiter im Büro unterwegs. Da bleibt die Technik ziemlich auf der Strecke. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich dann das doch sehr technische Hobby Amateurfunk wirklich entdeckt habe. Relativ spät, wie man sieht, erst April 2018. Also ich bin noch relativ frisch, verglichen mit vielen, vielen OMs. Gerade erst seit 3 Jahren dabei. Habe angefangen mit der E-Lizenz und habe dann relativ schnell festgestellt, nachdem ich SOTA für mich entdeckt habe, dass im Sonnenfleckenminimum bei einer Bergaktivierung die meisten Sachen halt auf 20, 40 Meter laufen. Das ist natürlich eine starke Einschränkung für den DOler. Das war für mich die Hauptmotivation, dann relativ schnell auf die A-Lizenz zu graden. So, was mache ich amateurfunktechnisch? Und das sind so zwei typische Bilder, habe ich hier mal aufgeführt. Das hängt so ein bisschen mit der Wohnsituation zusammen. Wir wohnen hier zur Miete im ersten Stock von einem ehemaligen Bauernhaus. Also eine permanente Antenne, einen Mast aufbauen, Beam auf dem Dach, das geht halt alles nicht. Aber wir haben einen relativ großen Garten der Vermieterin, den wir auch nutzen dürfen. Und da darf ich durchaus mal für ein paar Tage, für ein Contest-Wochenende mich mal antennenmäßig breit machen und da auch schon mal 160 Meter eine relativ lange Antenne halt aufbauen. Das ist das eine, was ich gerne mache. Ich baue die Antennen gerne selber, sowohl im Kurzwellenbereich als auch im UKW-Bereich. Ich arbeite gerne in Contesten, jetzt nicht zu ehrgeizig, da achtet schon die Familie drauf, dass das nicht passiert, aber es ist für mich eigentlich immer eine gute Kombination, mal für ein paar Stunden halt mich wirklich konzentriert um das Amateurfunk zu kümmern. Und das Ganze, diese selbstgebauten Antennen und dieses temporäre Aufbauen, das führt natürlich auch dazu, dass ich durchaus gerne portabel aktiv bin. Rechts oben sieht man das zum Beispiel so eine Station im Winter beim Schwaben-Contest, da habe ich ein paar Stunden im KW-Bereich mit Contesten.
portabel. Das ist natürlich die Grundlage für SOTA, wie wir sehen werden. Was ist jetzt SOTA? Summits on the Air, Gipfel in die Luft bringen, hatten wir schon gehört. Ja, das ist erstmal einfach gesprochen ein weltweites Bergfunkprogramm. Gibt es schon seit fast 20 Jahren, kommt aus England. Und da gibt es zwei Rollen, die sind sehr wichtig für das weitere Verständnis. Die habe ich hier bewusst farblich markiert. Es gibt die Aktivierer, Activators, und es gibt die Jäger oder Verfolger oder Chaser. Und in der weiteren Präsentation habe ich alles das, was für die Aktivierer besonders wichtig sind, rot umrahmt. Und für die Jäger, was für die Jäger wichtig ist, grün umrahmt. Man sieht hier, was ist ein Aktivierer? Ja, das ist halt so ein armer Amateurfunker, der seine ganze Ausrüstung auf den Berg schleppen muss. Der geht auf einen SOTA-Berg, der führt dort mindestens 4 QSOs und bekommt dann einmal im Jahr dafür Punkte für diesen Berg. Das ist halt eine der Regeln. So, und dann gibt es die Leute, die im Scheck sitzen bleiben. Das sind die Jäger oder die Verfolger. Die führen QSOs mit den Aktivierern, also mit jemandem, der auf einem aktiven SOTA-Berg halt ist. Und der bekommt jeden Tag für diesen Berg Punkte. Da sieht man auch, das kann man ja sagen, das ist unfair. Nein, man kann das Rote und das Grüne nicht miteinander vergleichen. Jeder hat eine eigene Punktewertung. Wir werden gleich noch sehen, da gibt es eigene Diplomprogramme. Natürlich ist es für den Aktivierer deutlich schwerer, zu seinen Punkten zu kommen. Was jetzt genau ein Aktivierer ist, werden wir gleich später halt nochmal sehen. Wichtig ist, wenn ich als Aktivierer auf einen Berg gehe, als Punktamateur, dann führe ich meine 4 QSOs. Die können und die sind üblicherweise auch mit einem Jäger. Das muss aber nicht so sein. Also ich kann auch während eines Kurzwellen-Contests auf einen SOTA-Berg gehen und gucke da 2-3 Stunden halt mit, wenn das dann mit meinen 5 Watt wirklich erfolgreich ist im Contest. Und habe dann auch mindestens 4 QSOs hoffentlich in der Zeit halt erreicht. Wenn ich Lust habe, kann ich auch meinen Laptop mitschleppen, starte da oben FT8 und mache eine halbe Stunde FT8 und habe da mit Sicherheit meine 4 bis 25 QSOs. Die zählen auch als SOTA-QSOs. Was wichtig ist, das Ganze, diese SOTA-Berge, die sind unterteilt, die ganze Welt, die SOTA-Welt ist unterteilt nicht in Länder, sondern in Assoziationen. Davon gibt es 182. Und da gibt es in Deutschland zum Beispiel, gibt es DL und DM. Das eine sind in Deutschland die alpinen Berge, also die Alpen, und die deutschen Mittelgebirge. Das macht auch Sinn, weil das da durchaus unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Punktewertungen halt gibt. Diese Assoziationen, die sind dann im Normalfall wieder in Regionen unterteilt. Das Beispiel BM-BM, das ist deutsche Mittelgebirge, bayerische Mittelgebirge. Und in diesen Regionen gibt es dann wiederum Berge. Und so eine typische Bergkennung sieht man da, DM-BM-210. Ich glaube, das ist der Moritzberg bei Nürnberg, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist so eine SOTA-Kennung, die man dann austauscht im Normalfall. Das Ganze geht nicht ganz ohne Regeln, wie wir halt sehen. Dazu gibt es auch noch ein Management-Team. Da gibt es einerseits das internationale Management-Team. Das ist sehr stark britisch geprägt. Das Ganze klar hat seine Wurzeln in Großbritannien. Da gibt es aber auch noch jeweils regionale Management-Teams, nämlich für diese Assoziationen, zum Beispiel für DM. Da gibt es jeweils einen Assoziationsmanager, der kümmert sich um die Verwaltung, der kümmert sich darum, dass neue Berge reinkommen. Während das internationale Team, das kümmert sich um eine Datenbank, wie wir sehen, das kümmert sich um ein sehr gutes Forum, kümmert sich um dieses Diplomprogramm, was dahinter steht und alles auf globaler Ebene halt läuft. Welche Regeln? Ja, ganz ohne Regeln geht es nicht, wie bei jedem Wettbewerb. Ups. Die wichtigste Regel eigentlich ist, das letzte Stück des Weges zum Gipfel muss mit Muskelkraft zurückgelegt werden. So, das letzte Stück ist jetzt hier schon in Anführungszeichen, weil eine richtige Regel hätte damit sicher eine exakte Definition, wie viele Meter es denn sein müssen. Nein, das ist hier bewusst nicht vorgegeben. Muskelkraft kann erstmal die Füße sein. Das können wiederum die Füße sein, wenn ich mit dem Fahrrad halt hochfahre. Ein E-Bike geht definitiv nicht, aber ich muss es mit Muskelkraft zurücklegen. Also im Normalfall wandere ich auf einen Berg. Aber dieses letzte Stück des Weges kann auch bedeuten, es ist ein Gipfel, wo jemand, der im Rollstuhl sitzt, mit dem Auto hochfahren kann, aus dem Auto aussteigt, 50 Meter mit seiner Funkausrüstung im Rollstuhl halt zu einem Aussichtspunkt halt gehen und dort seine Aktivierung halt durchführt, indem er seine QSOs halt führt. Das ist bewusst nicht so genau halt definiert.
Und natürlich, es gibt einfache Berge und es gibt schwierige Berge, die wir sehen werden. Die zweite ganz, ganz wichtige Regel ist, nur portable Spannungsversorgung zulässig. Ja, wenn ich jetzt auf einem Alpengipfel bin, dann habe ich da eh selten eine Steckdose. Aber dieses Beispiel, was wir gerade hatten mit dem Parkplatz in Gipfelnähe, da könnte ich theoretisch ja aus dem Zigarettenanzünder, aus dem PKW meine Spannung ziehen. Nein, das ist nicht zulässig. Es muss portabel sein. Was es ist, ist nicht vorgegeben. Das kann ein Akku sein. Das kann aber gerne auch eine Solarzelle sein. Das kann auch ein Notstromaggregat sein, wenn ich es denn unbedingt hochtragen möchte. Aber es muss halt portabel sein. Für eine gültige Aktivierung, haben wir schon gesehen, brauche ich mindestens 4 QSOs. Wie auch immer die ablaufen. Das kann ein SFB sein, das kann ein CW sein, das kann was Digitales sein. Es gibt einige wenige Leute, die machen das Ganze über Satellit. Ist egal, zählt alles. Es gibt nur eine Einschränkung. QSOs über terrestrische Repeater, die sind nicht zulässig. Also einfach das nächste Relais anrufen, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Und dann gibt es noch eine Definition, was ist ein SOTA-Berg? Da gibt es den Begriff der Schartenhöhe von 150 Meter. Steigen wir jetzt mal nicht im Detail ein, aber das erklärt, warum nicht jeder Berg automatisch ein SOTA-Berg ist. Und noch eine wichtige Information dazu, es gibt eine sogenannte Aktivierungszone. Also ich muss nicht unbedingt immer oben direkt am Gipfelkreuz stehen und da CQ rufen, CQ, CQ, während fünf andere Wanderer um mich genervt die Augen rollen. Ich kann auch etwas absteigen, zum Beispiel maximal 25 Höhenmeter. Kann auch durchaus sinnvoll sein, wenn es mal oben sehr, sehr windig halt ist. Was man als Aktivierer und auch als Jäger machen muss, wenn man denn mitmachen möchte bei dem Programm, wenn man Punkte sammeln will, wenn man irgendein Diplom halt erzielen möchte, dann muss man das in eine Datenbank eingeben nach der Aktivierung. Ein bisschen was zum Thema Motivation. Warum kann man das machen? Warum sollte man das machen? Naja, man ist halt portabel aktiv. Wenn man halt, wie ich, ein bisschen antennengeschädigt ist, wenn man nicht so viel aufbauen kann, portabel geht immer was. Wenn man Störungen hat, Plasma-TV vom Nachbarn, die LEDs, wie auch immer, oben auf dem Berg hat man das im Normalfall halt nicht. Seid ihr gerne draußen, wandert oder reist ihr gerne? Ja, also wenn man den aktiven Teil von SOTA halt macht, dann erleichtert es natürlich schon, wenn man gerne wandert, wenn man gerne draußen ist. Wollt ihr auch mal einen Pile-Up generieren, habe ich mal geschrieben. Ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um mal ein bisschen Betriebstechnik zu lernen, weil üblicherweise, wenn man eine SOTA-Aktivierung plant, wenn man da selber einen Spot setzt, wie wir später sehen werden, dann kommt man relativ schnell dazu, dass es ein kleines Pile-Up gibt. Das geht vielleicht nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, aber das kann durchaus sehr intensiv sein, weil man ist wirklich mal auf der gesuchten Seite des Pile-Ups, ohne dass man auf irgendeine Südseeinsel fliegen muss. Macht ihr gerne Werbung für unser Hobby, habe ich da geschrieben? Ja, wer das gerne mag, weil man ist halt in der Öffentlichkeit, man wird immer wieder angesprochen. Entschuldigung, ich will da nicht stören, aber was machen Sie denn da mit der Angelrute auf dem Berg? Ja, kommt bei mir meist die Frage, was glauben Sie denn, was es ist? Und die Hälfte der Leute kommen drauf, dass es irgendwas mit Amateurfunk zu tun hat. Ja, das ist immer sehr, sehr positiv eigentlich besetzt. Durchaus mal Leute, die auch einfach mal mit reinhören wollen, die dann ganz begeistert sind, wenn man mal die Länder aufzählt, mit denen man halt gerade gefunkt hat. Und der letzte Punkt, diese freundliche Atmosphäre, diese SOTA-Familie. Ja, das Ganze ist auch ein Wettbewerb, ist aber längst nicht so drängend, so verbissen wie manche Contester heutzutage. Das ist eine freundliche Atmosphäre, da wird im Pile-Up normalerweise auch gewartet. Man kennt sich, also wenn man ein bisschen länger dabei ist, dann erkennt man viele Rufzeichen wieder von den Jägern halt. Man bekommt frohe Weihnachtswünsche, wenn man im Dezember einen Berg aktiviert. Sehr, sehr angenehm. Ich habe das wirklich, wirklich genossen. Und last but not least, da gibt es auch ein Diplomprogramm. Da kann man sich so einen Glasstein irgendwann mal zulegen, wenn man eine bestimmte Anzahl Punkte halt hat. Jetzt kommen wir mal zu den Bergen. Was sind denn SOTA-Berge? Und gesagt, nicht jeder Berg ist ein SOTA-Berg. Aktuell, also zumindest im September 2019, gab es 138.000 SOTA-Berge weltweit. Schartenhöhe 150 Meter. Davon war gerade mal ein grobes Fünftel erst aktiviert. Und man sieht es an dieser Anzahl der Aktivierer, 7.000 Aktivierer, 7.000 Jäger, das ist eine überschaubare Familie. Und diese 140.000 Berge sind dann nochmal unterteilt. Man hat eben schon die bunten Punkte gesehen, das ist jetzt hier mal so Mitteleuropa. Da gibt es rote, gelbe, grüne Punkte und das ist die Punkteanzahl, die ich bekomme für eine Aktivierung. Man sieht es auch in den Alpen, sind sehr viele rote Berge. Das ist jetzt nicht genau so eine bestimmte Höhe, aber es ist schon je nach Assoziation, ist es so, die Berge in der Assoziation, die schwieriger zu erreichen sind oder die höher sind,
bekommen eine höhere Punktzahl oder bekomme ich als Aktivierer halt eine höhere Punktzahl. Rechts sieht man die Verteilung der Berge in Deutschland. Und da sieht man auch klar, die in den Alpen unten sehr viele rote. Man sieht aber auch im Schwarzwald oder im Bayerischen Wald rote Punkte. Das sind halt die deutschen Mittelgebirge und zwar die höheren Berge. Das sind meistens Berge, die um die 1000 Meter oder mindestens über 800 Meter, glaube ich, liegen. Das ist die Definition für einen roten Punkt halt hier. Wenn man natürlich jetzt in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen wohnt, wird man wahrscheinlich nicht der große SOTA-Aktivierer werden. Aber als SOTA-Jäger hat man da umso bessere Chancen, dann Leute in Süddeutschland zu machen. Anzahl der Berge hatte ich da auch nochmal aufgeführt, links unten jeweils ungefähr 420 Gipfel. In den Alpen sind noch 10 deutsche Gipfel nicht aktiviert, also da muss man sich schon sputen. In Österreich hat man ja deutlich bessere Chancen, ungefähr 2000 Gipfel, davon ist ungefähr ein Drittel noch nicht aktiviert. Das sind nicht nur Berge, wo man wirklich als Bergsteiger halt hoch muss, sondern ich habe selber auch schon gesehen, Gipfel, die man einfach in einem normalen Bergwandertagestour erreichen kann. Weiter. Hier mal so ein paar Berge in der Auswahl, mal von Norden nach Süden. Links oben anfangen da der Bungsberg in Niedersachsen müsste der sein, 167 Meter stolz hoch. Gibt dann einen Punkt für eine Aktivierung, wurde immerhin auch schon dreimal aktiviert. Aber auch das ist ein SOTA-Berg zum Einstieg. Gehen wir weiter Richtung Nordrhein-Westfalen, haben wir den Kahlen Asten, sehr bekannt, gibt immerhin schon mal 8 Punkte, 840 Meter. Relativ häufig aktiviert, ist auch relativ einfach zu erreichen. Der Teufelskopf oben rechts in Rheinland-Pfalz ist so ein typischer SOTA-Berg, wie ich ihn kenne, in den deutschen Mittelgebirgen. Ist nicht der spektakuläre Berggipfel, auch nicht unbedingt die komplette Rundum-Aussicht, aber relativ einfach zu erreichen. In diesem Fall mit 500 Meter, also vielleicht 300 Höhenmeter Aufstieg. Da kann man auch vielleicht mal 2 oder 3 Berge an einem Tag halt mitnehmen. Das, was ich auch ganz gerne mal mache. Und nachdem ich ja aktuell in Bayern wohne, muss natürlich auch ein Berg in Bayern dabei sein oder in Franken selbstverständlich. Der Ochsenkopf, 1024 Meter, da gibt es 10 Punkte. Die plus 3 heißt, wenn man den im Winter, in den 3 Wintermonaten aktiviert, gibt es nochmal 3 extra Punkte. Jetzt der Eingeweihte weiß, der Ochsenkopf ist nicht ganz so schwer zu erreichen. Im Zweifelsfall kann man auch die Seilbahn nehmen, wenn dann Corona irgendwann mal wieder vorbei ist. Dementsprechend auch relativ häufig aktiviert. Man sieht schon, das ist nicht ganz hundertprozentig fair und ausgeglichen. Aber wie schon gesagt, es ist jetzt auch nicht der Contest, wo jetzt ehrgeizig um jeden Punkt gefeilscht wird. Manche Berge sind ein bisschen einfacher als andere. Manche Regionen haben gewisse Vorteile gegenüber anderen. Aber wichtig ist, dass es halt Spaß macht. So, das waren jetzt mal so deutsche Mittelgebirge. Wie sieht es mit echten Bergen aus? Werden jetzt gerade die Oberbayern sagen. Ja, da haben wir natürlich auch was. Jetzt keine Berge in Oberbayern, sorry. Aber zumindest den Großglockner in Österreich. Und da sieht man, der bringt genauso viele Punkte wie der Ochsenkopf. Hat mit 3800 Metern aber schon ein ganz anderes Kaliber. Und dementsprechend ist der auch nicht so häufig aktiviert. Und die 8 Aktivierungen waren fast ausschließlich im 2 Meter FM. Sprich, da war ein Handfunkgerät im Spiel. Da hat wahrscheinlich keiner eine Kurzwellenausrüstung hochgeschleppt. Wenn es noch ein bisschen höher gehen soll in Europa, könnten wir den Mont Blanc noch bieten. Auch der nur 10 Punkte, 10 plus 3. Auch bisher 8-mal aktiviert. Der ist aber relativ häufig davon auf Kurzwelle aktiviert worden. Natürlich mit einer kleinen Ausrüstung, aber Respekt vor den Kollegen. Ja, wenn das noch nicht reicht, da haben wir den Denali oder Mount McKinley in Alaska. Leider auch nur 10 Punkte für 6200 Meter. Das ist schon ein ungünstiges Verhältnis, aber der ist noch nicht aktiviert. Also der OM, der den mal als erster aktivieren wird, der wird mit Sicherheit in die SOTA-Annalen eingehen. Und rechts, der höchste Berg, den SOTA-Berg, den ich jetzt gefunden habe, ist der Aconcagua in Südamerika. Natürlich auch nur 10 Punkte. Einmal aktiviert von einem polnischen OM im Jahr 2019. Höchster Berg, den ich gefunden habe. Ja, jetzt fragt jeder, wo ist denn der Mount Everest zum Beispiel? Haben wir eben vielleicht auf der Weltkarte gesehen. Da sind nicht alle Länder als SOTA-Assoziation schon verteilt und sowas wie Nepal ist leider noch nicht dabei. Ansonsten wären natürlich einige Himalaya-Berge da auch noch als wahrscheinlich reizvolle Ziele zur Verfügung. Wie wird SOTA denn üblicherweise gemacht? Ja, portabel von einem Berg. Natürlich, aber ich habe hier mal eine Statistik rausgesucht, die ich im Internet gefunden habe. Und da sieht man, da wird sehr, sehr viel in CW gemacht. Klar, CW ist klein und leicht im Üblichen, 44% der QSOs, aber auch sehr viel in SSB. Und je nachdem, in welcher Region halt man ist, hält sich es meistens ungefähr die Waage.
18%, aber auch in FM. Und FM heißt hier im Endeffekt fast ausschließlich 2 Meter Handfunkgerät. Aber man sieht 0,4% auch im Digital. Also es gibt schon Leute, die mindestens ein Tablet halt mit hochnehmen und da wahrscheinlich ein FT8, PSK oder was auch immer halt ihre Größe ist. Interessanter finde ich eigentlich diese Statistik, die zeigt, welche Bänder denn verwendet werden. Das Ganze basiert auf einer Auswertung der SOTA-Datenbank. Und da sieht man 20 Meter und 40 Meter, das ist da, wo die Musik spielt. Und was ich anfangs erwähnt hatte, das war für mich die Motivation, von der E-Lizenz auf die A-Lizenz aufzusteigen. Man sieht aber unten auf 2 Meter ist auch relativ viel los, diese 23%. Wenn man sich das mal nach Ländern aber aufgeschlüsselt anschaut, dann ist das ein sehr starker Unterschied. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die deutschen Mittelgebirge anschaut, dann ist da schwerpunktmäßig Kurzwellenaktivität, weil der deutsche Mittelgebirgsberg ist meistens eher unspektakulär vom Gipfel. Man steht im Wald häufig. Da ist natürlich dann 2 Meter FM nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Auf der anderen Seite, wenn man nach Österreich oder die Schweiz halt geht, da ist ein SOTA-Berg häufig eine veritable Tagestour mit 1000, 1200 Höhenmetern Aufstieg. Da schleppt man wahrscheinlich nicht eine komplette Kurzwellenausrüstung hoch, sondern dann nimmt man halt eben das Handfunkgerät. Dementsprechend diese Aufteilung, das ist jetzt hier stark gemittelt über die komplette Datenbank. Aber man sieht, da ist alles dabei, 80 Meter, 60 Meter, 70 Zentimeter Mikrowelle. Es gibt wirklich Leute, die 23 Zentimeter QSOs von SOTA-Bergen. Dann die was zur Ausrüstung. Ja, ich brauch einen Transceiver, das Handfunkgerät hatten wir schon erwähnt. Das ist hier mal so eine Auswahl, eine repräsentative Auswahl. Man sieht links den JSU FT817-818. Ich habe den 817ND, mit dem bin ich sehr zufrieden. Der ist vom Gewicht her auch noch, ich sage mal, tolerabel. Für die 1200 Höhenmeter in Österreich würde ich ihn wahrscheinlich nicht mitnehmen, aber bei den deutschen Mittelgebirgen habe ich es bis jetzt immer erfolgreich geschafft. Die Elecraft Transceiver natürlich sehr verbreitet, gerade wenn es auch um CW halt geht. Dann Handfunkgeräte, jetzt hier mal ein JSU. Das ist halt Thema 2 Meter FM, klein, leicht, kompakt. Hat mancher vielleicht sowieso schon im Rucksack, wenn er wandern geht. Und dann das neueste kleine Spielzeug von Icon. Der ist natürlich auch sehr klein, leicht und portabel. Gesehen habe ich ihn auf dem Berg bei einem SOTA-Aktivierer noch nicht. Der ist natürlich auch recht hochpreisig als Neugerät. Wenn man das Ganze zu einer SOTA-Aktivierung mitnimmt, dann geht es schon mal ein bisschen rauer halt zu. Dann fällt auch mal der Rucksack runter. Es fängt auch mal an zu regnen. Ob man da das neue ICOM-Gerät unbedingt mitnehmen möchte, muss jeder für sich selber entscheiden. Transceiver ist ein Teil. Der zweite Teil, der mindestens genauso wichtig ist, ist natürlich die Antennen. Und da gibt es auch eine kleine Statistik, das ist eine Benutzerumfrage aus dem SOTA-Forum. Welche Antennen werden denn verwendet? Und da sieht man hier, da gibt es nicht die SOTA-Antenne. Da gibt es 18% der Benutzer nutzen die resonante Halbwellen-Dipol, die NFET. 16% einen Link-Dipol. Und Link-Dipol ist ein normaler Dipol, der Steckverbindungen hat, damit er für unterschiedliche Bänder verwendbar ist. Meistens als Inverted V halt aufgespannt. Das ist das, was ich üblicherweise auch habe. Ich habe halt einen, der für 20 und 40 Meter halt konfigurierbar ist. Also konfigurierbar heißt, kurz den Mast ein Segment runternehmen, Stecker stecken auf beiden Seiten und wieder hochfahren. Monoband-Dipol wird aber fast genauso häufig verwendet. Nicht resonante Endfett, also beliebig lange Draht letzten Endes auch. Und sogar auch eine Groundplane. Also da ist alles dabei. Da gibt es auch durchaus Leute, die mehrere Antennen haben. Was hier jetzt nicht auftaucht, ist eine Delta-Loop. Und die habe ich jetzt hier mal. Da habe ich mal aufgeführt, welche Antennen ich dann so üblicherweise verwende. Oben links sieht man diesen Link-Dipol. Also man sieht da die jeweils 5 Meter, also nicht genau 5 Meter, der ist schon ausgemessen und mit dem Antennenanalysator dann entsprechend getuned. Mit Steckverbindungen zwischen den einzelnen Segmenten. Der ist halt einfach, den lässt sich immer irgendwie aufbauen. Ich habe halt mehrere Bänder, das ist der Vorteil. Rechts oben die Delta-Loop für 20 Meter, die habe ich nämlich ab und zu auch mal mit, wenn ich einen Gipfel habe, der wirklich schön frei ist, der schöne freie Abstrahlung Richtung Westen zum Beispiel hat, wenn man da später Nachmittag irgendwie da ist, dann hat man natürlich auch die Chance, das ein oder andere QSO mit Nordamerika halt zu schaffen bei einer relativ flachen Abstrahlung. Links unten der vertikale Dipol, das ist auch so eine Spielerei, mache ich ab und zu mal ganz gerne auf einem ausreichend hohen Aussichtsturm. Dann nehme ich den Link-Dipol und hänge ihn einfach etwas anders runter und habe dann für 20 Meter
vertikalen Dipol, auch mit einer wunderschönen vertikalen Polarisation. Da habe ich auch schon einige DX-Kursungs mitfahren dürfen, mit meinen 5 bis 10, 5 bis 11 Watt. Und last but not least, Endfett Half-Wave, wie es so schön heißt, mit dem Fuchskreis. Der hat halt den Vorteil, dass es multiband-fähig. Da habe ich verschiedene Aufbauoptionen. Den kann ich als Inverted V halt fahren, den kann ich als Inverted L, den kann ich irgendwie die Bäume spannen, wie auch immer. Den Bausatz für den Fuchskreis habe ich schon, müsste ich dann irgendwann nochmal abschließen, das Bauprojekt. So, jetzt haben wir viel zur Ausrüstung gesehen. Jetzt ist aber immer noch die Frage, wie läuft das Ganze eigentlich ab? Ja, es geht, der Aktivierer geht auf einen Berg, ruft CQ und hofft, dass ihn ein Jäger findet oder dass er irgendwelche QSOs dort fahren kann. Dazu gibt es aber im Zeitalter vom Internet natürlich wichtige Hilfe, und das nennt sich Spotting. Das ist nicht ganz unbekannt, ja auch aus anderen Aktivitäten im Amateurfunk. Und da gibt es die sogenannte SOTA Watch. Das ist so ist keine Datenbank, sondern es ist einfach eine Internet-Plattform, wo ich halt Spots setzen kann. Und im Gegensatz zu manchen Contesten ist es hier nicht unerwünscht, sondern eher sogar sehr, sehr üblich, dass der Aktivierer sich selber spottet, im Prinzip einfach ankündigt, so, ich bin der und der, ich bin jetzt auf dem und dem Gipfel, auf der und der Frequenz und ich rufe jetzt CQ. Und dann dauert es auch nicht sehr, sehr lange, dann dauert es maximal 1-2 Minuten und dann kommen die üblichen Verdächtigen und jagen einen beziehungsweise antworten dann auf den CQ-Ruf im Pile-Up. Und ich habe hier mal einen Ausschnitt halt reingebracht, wie so ein Spot, wie die Spots halt dann aussehen. Das könnte jetzt hier den Eindruck erzeugen, dass da sehr, sehr viel auf 2 Meter ist und sehr viel in CW. Ich habe es mal ein bisschen gefiltert, einfach mal nur auf Kurzwelle und SSB am gleichen Tag. Und da sieht man, da ist schon relativ viel auch hier auf SSB-Kurzwelle halt aktiv. Wie gesagt, das ist mein Fokus halt hier. Und neben diesen Spots gibt es hier auch noch die Alerts, die Vorwarnungen. Das ist die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, okay, heute ist Montag und ich möchte jetzt am Mittwoch gehe ich auf den und den Berg, dann kann ich das schon mal vorankündigen, auch auf der SOTA-Webseite und sage, ich wäre jetzt hier der Golf 1 JPV, ich bin gegen 9.30 Uhr UTC auf diesem Berg, hier mit der Assoziation GLD, ist irgendeine Region in Großbritannien, lassen wir es mal darauf, mit der Nummer 58. Und ich versuche in diesen Frequenzen 145, 525 FM oder sowas aktiv zu sein. Das mit der genauen Frequenz ist immer nett gedacht. Also bei Kurzwelle, ganz oben sieht man das 14.061 CW. Die Realität ist wahrscheinlich, dass genau die Frequenz da nicht zur Verfügung steht. Also meistens schreibt man so wie weiter unten 7 CW, 7 SSB. Sprich, ich kündige halt an, dass ich auf 7 MHz im SSB halt aktiv sein werde. So. Das ist die Ankündigung. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Jetzt haben wir hier den grünen Rahmen. Was macht jetzt der SOTA-Verfolger im Check üblicherweise? Ja, der sucht zum Beispiel im SOTA-Watch, was wir gerade gesehen haben, nach Alerts, nach Vorwarnungen. Wenn er sagt, ich wollte immer schon mal jemanden verfolgen, der auf dem und dem Gipfel halt irgendwie ist, okay, und der ist morgen um 10.30 Uhr da, dann versuche ich da auch aktiv zu sein. Oder man sucht bestimmte Regionen, wie auch immer, oder man sagt halt einfach, okay, ich bin jetzt halt QRV, ich möchte jetzt mal schauen, dann schaue ich, was ist denn gerade an SOTA-Spots halt. Und dann gehe ich auf die Frequenzen und schaue, ob ich einen QSO fahren kann. Ich kann mich auch alarmieren lassen. Es gibt so eine Android-App, zum Beispiel Ham Alert, die kann man einstellen auf ein bestimmtes Rufzeichen, was sich mit der befreundeten OEM jetzt auf irgendeinem Gipfel hat, ist, dass man dann einen Trigger aufs Mobiltelefon bekommt. Oder halt einfach generell, wenn auf 40 Meter ein SOTA-Spot gesetzt wird, dann piept halt mein Handy. So kann ich zum Beispiel halt auch einstellen und dann kann ich halt eben kurz aus dem Homeoffice rübergehen in den Check und kann mein QSO dort fahren. Oder natürlich, ich kann die QRP-Bereiche in den Bändern absuchen. Also bei 40 Meter Band ist das häufig so 7180, 7190. In dem Bereich sind relativ viele SOTA-Aktivierer dann auch unterwegs, wenn das Band denn da frei ist. Ansonsten muss man sich halt irgendwas anderes suchen. Weil mit den 5 bis 10 Watt, mit denen man üblicherweise spielt, kann man sich nicht wirklich prägnant im Band irgendwie durchsetzen. Was auch recht wichtig ist, jetzt kurz erwähnt, Pile-Up. Ja, wenn man so eine SOTA-Verfolgung halt macht, da ist häufig dann auch ein Pile-Up. Und
Das läuft aber nicht sehr, sehr lange. Aber hier ist wieder wichtig, die Verhaltensregeln bitte berücksichtigen. Also bitte ein bisschen zurückhalten, nur dann antworten, wenn man selber wirklich gerufen wird und so die üblichen Sachen. Das ist meistens auch relativ diszipliniert, also bei SOTA disziplinierter als in vielen Contesten, habe ich schon noch festgestellt, zu schweigen von seltenen DX-Stationen halt. Aber hier nochmal der Hinweis, das Ganze wirklich bitte berücksichtigen, weil man selber, der Aktivierer, der hat halt nur eine kleine Leistung, der ist halt relativ leise. Und wenn die Verfolger da übereinander halt rufen, dann endet das relativ schnell wiederum im Chaos. Und ein bisschen Geduld reicht dann auch, wie gesagt, 15, 20 Minuten, dann ist das Pile-Up auch schon meistens abgeebbt, wenn man jetzt gerade nicht einen ganz, ganz seltenen Gipfel halt irgendwie hat. Und dann ist auch durchaus die Zeit für ein etwas längeres QSO nochmal. Auch hier gilt, Erfahrung einfach mal sammeln, einfach mal reinhören, mal ein paar QSOs halt fahren, auch von der Jäger- oder Verfolgerseite. Für mich war das also für die Betriebstechnik sehr, sehr hilfreich. Also das Pile-Up von der heißen Seite kannte ich so auch noch nicht. Ich kann mich noch an meine ersten ein, zwei Super-Pile-Ups erinnern. Man wird da aber doch ein bisschen erfahrener und ein bisschen relaxter mit der Zeit. Mittlerweile genieße ich das Ganze schon, muss ich sagen. Eine Besonderheit gibt es noch bei so einer SOTA-Verfolgung, also auch im Pile-Up, und das nennt sich hier Summit-to-Summit, also Gipfel zu Gipfel. Das Bild zeigt es, glaube ich, ganz gut. Auf dem linken Gipfel ist ein SOTA-Aktivierer mit seinen 5 Watt. Der ruft gerade CQ. Und auf dem rechten Gipfel, vielleicht 2000 Kilometer weiter entfernt, woanders in Europa, sitzt auch jemand mit 5 Watt. Und der hört den jetzt. Der möchte dem jetzt antworten. Und das ist nämlich eine Besonderheit bei SOTA. Für Summit to Summit, da gibt es nochmal eine extra Wertung, da gibt es nochmal extra Punkte. Die Königsklasse oder die Gentleman-Klasse oder wie auch immer man es nennen mag. Halt. Aber wie man sich vorstellen, das sind jetzt 2 Stationen jeweils mit 5 Watt. Und rundherum sind Verfolger in den Checks mit, ich gehe mal jetzt von einem harmlosen Fall von 100 Watt jetzt erstmal aus. Da kommt man nicht wirklich durch. Deswegen gibt es dieses Schlüsselwort Summit to Summit. Also wenn jetzt der Rechte den Linken erreichen möchte, dann ruft er einfach in das Pile-Up zweimal Summit to Summit. Und üblicherweise halten sich dann auch die Verfolger fairerweise zurück. Und dann kann man das normale QSO fahren. Dann kann er sich mit dem Rufzeichen melden, das QSO abarbeiten. Und dann geht das Pile-Up wieder weiter. Aber dieses Summit to Summit, das ist eine spezielle Disziplin, ist gleichzeitig aber auch das Schlüsselwort. Wenn man das im Pile-Up hört, dann bitte ein bisschen zurückhalten. So, dann habe ich gesagt, ich wollte ein paar typische SOTA-Aktivierungen mal zeigen. Und wie ich schon gesagt habe, deutsche Mittelgebirge ist eher unspektakulär meistens. Sind hier mal ein paar Fotos aus dem letzten Jahr und vorletztes Jahr, glaube ich, wie sowas typischerweise aussehen kann. Links unten, das ist der Kalvarienberg hier in Franken, einer meiner Lieblingsberge. Also wenn das Bild rechts weitergehen würde, könnte man auch mein Auto sehen. Also das ist so eine 50 Meter Wanderung, in Anführungszeichen halt. Mit einer Sitzbank, sehr bequem. Links der Papierkorb ist ganz wichtig, weil da kann man wunderschön den Portabelmast ankleppen. Und man hat eine wunderschöne Aussicht. Das ist schon etwas, was ich wirklich halt mag. Oben, das ist auch so die Realität, man steht irgendwo mitten im Wald an einer Wegekreuzung, Schotterwege. Da muss man erstmal innovativ werden. Wie kann ich denn jetzt den Mast aufbauen? Dann hat man irgendeine Plane, hoffentlich regnet es nicht. Und man sitzt halt auf dem Boden und versucht halt jetzt da seine QSOs halt zu fahren. Oder rechts unten, das ist ein Forstweg im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet, also auf tschechischer Seite. Da habe ich sehr professionell den Portabelmast abgespannt, wie man sieht. Ist aber auch egal, ich war da erfolgreich. Ich habe da meine ungefähr 20 QSOs gefahren. Der tschechische Förster war sehr freundlich, als er mit seinem Auto vorbeikam, hat gewartet, bis ich ihm die Abspannleine halt hochhalten konnte. War eine nette Aktion. Der Gipfel ist jetzt nicht so schön, dass ich sage, da muss ich jetzt jedes Jahr wieder hin, um mir die 6 Punkte dort abzuholen. Aber es gibt durchaus andere, wo man gerne anfängt. Rechts oben habe ich noch so einen kleinen Ausschnitt. Das war so eine SOTA-Expedition. Das ist das, was ich schon mal ganz gerne mache, wenn es denn nach Corona auch wieder möglich ist. Da war ich mal 3 Tage im tschechisch-deutschen Grenzgebiet und habe da jeden Tag 3 oder 4 Gipfel halt aktiviert. Also in den Mittelgebirgen ist das häufig dann auch machbar. Da sieht man, da waren einige Gipfel in Bayern dabei, aber dann auch wieder in Tschechien halt. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte und es waren doch einige Verfolger, die mich wirklich über diese 3 Tage dann auch begleitet haben. Ich habe schon von der Sucherfamilie gesprochen, wo man dann am nächsten Morgen gleich gefragt hat, oh, wie war die Nacht und was machen die Beine? Und das war sehr angenehm, habe ich wirklich genossen. Ich
freue schon drauf, jetzt die Corona-Beschränkungen mal vorbei sind, dass ich sowas wieder aufnehmen kann. Ja, das waren so normale, unspektakuläre Aktivierungen, sage ich mal. Besondere gibt es auch. Eine besondere, an die ich mich noch sehr gut erinnere, ist diese hier. Das war letztes Jahr im Winter, wie man erkennen kann, der Döbraberg, auch in Franken, im nördlichen Franken. Und man sieht es, das war so ein richtig schönes Wintermärchen. Also ich war hier zu Hause gefühlt seit 2 Wochen irgendwie im Hochnebel gefangen. Da bin ich morgens halt dahin gefahren, bin dann über die Wolken gekommen, habe dann den blauen Himmel gesehen, die Sonne, habe dann da 2 andere Berge aktiviert und nachmittags dann den Döbraberg. Und das war so ein Aussichtsturm, wo man wunderschön einen vertikalen Dipol runterhängen lassen konnte. Das war schon recht kühl, wie man sich halt vorstellen konnte. Und da wird dann irgendwann auch mal das Handy schwach, also technisch nicht ganz einfach, aber habe ich wirklich genossen. Ich habe auch noch eine Liste von QSOs da, ja, wenn man da auf 20 Meter halt mal sieht, da habe ich innerhalb von weniger Minuten habe ich 3 QSOs mit amerikanischen OEMs führen können. Ein Kanadier, mein erstes SOTA-QSO mit Island war dabei, ein Griechen halt dann noch. Das war richtig, richtig schön und ich kann mich jetzt noch so an den Sonnenuntergang erinnern, da bin ich dann oben nochmal raufgestiegen, nachdem ich die 40 Meter unten dann gemacht habe. Da bin ich zum Sonnenuntergang nochmal rausgestiegen und in der einen Richtung, da kam so der Wind, der drückte so die Nebelwolken in die Berge. Auf der anderen Seite sah man nur eine geschlossene Wolkendecke und da guckten gerade so die Spitzen vom Ochsenkopf und vom Schneeberg halt raus. Und die dritte Richtung war dann der Vollmond, der so ganz surreal über so einer Radarkuppel auf dem Böbraberg halt stand. Also das war eine besondere Aktivierung. Das war saukalt zum Schluss, das gebe ich natürlich auch zu. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Für mich war das ein wunderschönes Erlebnis. Und es kommt auch mal so die Frage, ja, wann geht denn die SOTA-Saison los? Ja, das hängt von jedem ab. Für mich hat SOTA 12 Monate im Jahr Saison. Aber man muss auch wirklich Spaß haben, bei solchen Temperaturen halt rauszugehen oder sich mal eine halbe Stunde irgendwo hinzusetzen. Ja, wer es nicht ganz so kalt mag, wobei das jetzt hier im Februar war, unglaublich dieses Jahr, da war ich in Schwaben halt mal unterwegs. Das waren auch wieder 4 Gipfel an einem Tag. Und das ist dann so die richtig schöne Variante. Das war angenehme Temperatur, 18, 20 Grad. Links unten sieht man wieder, das ist die Sutter-Luxus-Variante, Picknickgarnitur, wo man den Mast auch anbinden kann. Man kann sich bequem hinsetzen. Die Thermoskanne mit dem Kaffee kann man, glaube ich, jetzt gerade nicht erkennen. Die gehört aber auch dazu. Oder rechts unten, das ist dann der Schneeberg, zwar nicht mit Picknickgarnitur, aber wunderschöne Location, schöner Ausblick da. Relativ einfach auch den Mast aufzubauen. Da habe ich mehrere sehr interessante Gespräche auch geführt mit anderen Wanderern, die vorbeikamen, die sich sehr interessiert zeigten. Und das obere Bild, das ist der Hesselberg. Und da sieht man, dass auch so ein Portabelmast durchaus höher sein kann als ein kommerzieller Rundfunksender. Ja, jetzt kommen wir schon so langsam zum Ende. Ich hatte gesagt, ohne Internet geht es nicht. Da gibt es verschiedene Ressourcen, verschiedene Internetseiten, die man wissen sollte. Da gibt es einerseits diese SOTA-Homepage. Da muss man sich dann mal registrieren. Da ist auch nochmal so eine Einführung. Also das, was ich jetzt als Präsentation halt gemacht habe, ist da auch in den Texten noch hinterlegt. Da kann man die Regeln nochmal genau nachlesen. Da muss man, wie gesagt, sich einmal registrieren, damit man das Ganze später verwenden kann, damit man in der Datenbank was darlegen kann. Das ist erstmal eine englische Website. Wenn man da aber über diese Begriffe geht, Joining in, Register an Account, dann kommt man auf die Registrierung. Ab da ist es dann auch auf Deutsch weiter. Generell SOTA ist halt englisch geprägt. Das merkt man bei manchen Sachen schon. Aber vieles wird halt auch mittlerweile auf deutscher Sprache halt angeboten. Dann gibt es halt zu den Assoziationen, zum Beispiel zu DL/DM. Da gibt es meistens eigene Webpages, da gibt es zum Beispiel die für SOTA DL, also für die Deutschen Alpen, das ist natürlich eine deutsche Website, da ist alles zum Thema Einführung zu den Regeln auch mal dargelegt, da ist die Liste der Berge, da findet man nochmal viele Hilfestellungen. Gesehen haben wir schon dieses SOTA Watch, das ist die, wo man diese Spots setzen kann oder diese Vorwarnungen, diese Alerts, da habe ich den Link auch nochmal reingeschrieben, die gibt es in Deutsch und Englisch, wahrscheinlich auch in anderen Sprachen, die habe ich mir auf die beiden jetzt mal beschränkt. Ganz wichtig, wenn man denn wirklich jetzt aktiv teilnehmen möchte, also wirklich Punkte sammeln möchte für ein Diplom, wie auch immer, dann gibt es die SOTA Database oder SOTA Datenbank, auch die auf Deutsch und Englisch halt.
Da trägt man halt nachher seine QSOs ein, da kann man sich seine Ergebnislisten halt anschauen. Ganz wichtig hier noch, das war, glaube ich, mal eine Frage bei einem anderen Vortrag auch, das Ganze basiert rein auf Vertrauen. Also wenn ich als Aktivierer jetzt auf einen Berg gehe, ich logge jetzt meine QSOs, ich mache es üblicherweise mit Papier und trage sie nachher in die Datenbank ein, dann zählt das. Dann mache ich nochmal einen Haken, dass das alles richtig ist, dass ich mir an die Regeln gehalten habe. Und dann bekomme ich meine Punkte für den Berg. Es ist nicht erforderlich, dass jetzt zum Beispiel die Verfolger das gleiche QSO mit der gleichen Zeit, mit dem gleichen Rapport auch in die Datenbank eintragen, sondern das basiert rein auf Vertrauen. Ich habe ja auch gesagt, man kann auch beliebige QSOs dort oben führen. Es muss nicht immer mit einem SOTA-Verfolger sein. Es macht mehr Spaß mit einem Verfolger, definitiv, weil man innerhalb dieser SOTA-Familie ist. Für den Verfolger gilt das aber nicht. Der SOTA-Verfolger, der muss schon einen SOTA-Aktivierer dann erreicht haben. Also der kann jetzt nicht irgendwelche Contest-QSOs vornehmen. Was es auch gibt, leider aber nur englischsprachig, das ist der SOTA Reflector. Das ist ein sehr, sehr gutes Forum. Also da geht es natürlich um SOTA, da geht es um Portable-Aktivitäten, da geht es um Ausrüstung für Portable-Funken, solche Sachen. Sehr, sehr angenehm, sehr, 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 sehr hilfreich auch für diese Sachen. Und dann, was ich auch noch auf jeden Fall empfehlen kann, das ist SOTLAS. Und zwar, ihr habt hier Bilder gesehen von den Bergen mit so kleinen Ausschnitten oder auch so Kartenausschnitte. Es gibt eine Online-Karte auch über die SOTA-Website und eine Gipfelliste und alles. Viel besser, sehr subjektiv, aber meine subjektive Meinung ist, diese Darstellung in SOTLAS, das basiert auf den gleichen Daten. Also da gehen die Daten aus der SOTA-Datenbank rein, aus der SOTA-Gipfelliste, aus den SOTA-Karten, ist aber sehr, sehr viel übersichtlicher dargestellt. Der Link ist dort aufgeführt, sotl.as. Also vieles, was ich jetzt hier auf dieser Präsentation habe, was Berge dargestellt hat, auch diese Punktewertung bei den Bergen, System plus 3, das ist ein Screenshot aus sehr empfehlenswert. Ja, dann zum Schluss, wem das Ganze nicht reicht oder wem SOTA nicht gefällt, wer aber sagt, oh, diese Idee, portabel zu funken in einem bestimmten Programm, mit einem bestimmten Motto, da gibt es Alternativen. Da gibt es die GMA, die Global Mountain Activity, früher war das German Mountain Activity. Das ist keine Konkurrenz zu SOTA, das existiert nebeneinander. Manche sehen das anders, das weiß ich halt, aber für mich, ich bin in beiden Welten auch aktiv. GMA funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie SOTA. Der größte Unterschied dabei ist, es gibt deutlich mehr Berge, weil es deutlich diese Einschränkung mit der Schadenhöhe gibt. Gleichzeitig gibt es aber deutlich weniger Aktivierer und Jäger. Also wenn man da in der Woche halt auf einem unspektakulären Gipfel ist, ist das zwar nett, es kann aber durchaus schwierig sein, da die 4 QSOs zu fahren. Wenn man da aber am Wochenende halt auf einem etwas bekannteren Berg halt ist, dann sollte das schon mal eher gehen. Das gleiche in Grün oder ähnlich gibt es mit Schlössern und Burgen. Da gibt es den World Castle Award oder das COTA-Programm. Sehr interessant, auch sehr weit verbreitet nach meiner Erfahrung, ist dieses WWFF, Worldwide Flora and Fauna. Da geht man halt in Naturschutzgebiete. Das kann man dann, obwohl es ein Naturschutzgebiet ist, auch übrigens mit einem Auto machen. Aber ansonsten, es funktioniert sehr, sehr ähnlich, diese Idee, dass es einen Aktivierer und einen Verfolger gibt. Und last but not least auch das bekannte IOTA-Programm, die Islands on the Air, funktioniert eigentlich nach ähnlich. Ja, und da bin ich auch schon am Ende dieser kleinen Reise in die Welt des Bergfunkens. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was von dieser Faszination mitbringen können. Mir macht es auf jeden Fall immer wieder Spaß. Und ich danke für euer Interesse. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer der Hem Radio World 2021, das war eine Einführung in das Bergeerklimmen mit Amateurfunkzubehör. Ganz herzlichen Dank an den Referenten DB4LL, Thomas Will. Thomas, Dankeschön für diesen sehr interessanten Vortrag. Ja, danke, Wolfhard. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mindestens so viel wie meine letzte SOTA-Aktivierung. Ja, dann hoffen wir mal, dass einige Funkamateure diese Aktivitäten auch nutzen, neue Erfahrungen sammeln, und das wäre dann unter anderem auch dir zu verdanken. Alles
Insofern eine ganz tolle Geschichte gesamt betrachtet. Thomas, herzlichen Dank nochmal. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünschen wir noch viel Spaß bei den weiteren Beiträgen der ehrenamtlichen Referenten bei der Ham Radio World 2021. Ihr Moderator, Wolfhard Eidenmüller, DO5.WE. Hey, ihr seid ja noch da. Hat euch der Beitrag also gefallen? Also wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr ihn liked. Außerdem könnt ihr ihn hier abonnieren und ständig kommen neue Beiträge, die seht ihr hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Beiträgen von Faszination Amateurfunk. Bis dahin, VY73.